Die Kritik ist groß nach einer illegalen Massenparty in Frankreich. Rund 2500 zum Teil aus der Ferne angereiste Raver feierten anderthalb Tage lang unbehelligt im bretonischen Ort Lyon Silvester, allen Corona-Einschränkungen zum Trotz. Erst am Samstagmorgen beendete die Polizei den Spuk und verhängte Geldstrafen. Warum erst so spät? Ein Erklärungsversuch des zuständigen Präfekten. La Raveparty de Lyon est terminée. Die Raveparty in Lyon habe 36 Stunden gedauert. Es sei eine illegale, von ihm verbotene Veranstaltung gewesen, die die Ordnungskräfte stark beschäftigte. Die Dinge würden sich in den kommenden Stunden weiterentwickeln. Man sei bereits weit über den gemeldeten 1200 Geldbußen. Bereits am frühen Donnerstagabend waren südlich der bretonischen Stadt Rennes hunderte Raver auf ein stillgelegtes Gewerbegelände geströmt. Ordnungskräfte versuchten vergeblich, die Party zu stoppen und waren danach stundenlang zur Sicherung des Geländes im Einsatz. Oppositionspolitiker zeigten sich empört und warfen der Regierung Inkompetenz vor. In Frankreich herrschen wegen hoher Infektionszahlen strikte Kontaktbeschränkungen und eine nächtliche Ausgangssperre.